Jahrhundert! Doch wenn du, um einem mütterlichen Verweis auszuweichen, ein Märchen von der Umwälzung der Weltordnung ersinnen und gotteslästerliche Schwüre häufen könntest, um es meinem dir nur allzu gern gläubigen Herzen aufzubürden, so wäre das schändlich. Ich würde dir niemals wieder gut werden. Möge das Reich der Erlösung. Und sie kommen gleichwohl. Der Welt zum Trotz und ihrer Familie zum Trotz. Und dieser lieblichen Erscheinung sogar zum Trotz. Verzeiht uns. Unsere Verwunderung ist euch unbegreiflich. Wir hatten Grund zu glauben, ihr wäret tot. Ich lebe. Und, wer ist es? Wer ist es? Das möchte ich dich erraten lassen. Oberstleutnant. Sie haben dem Regiment Ehre gemacht und unseren Ruf gerettet. Aber wer sind die Schandkerle, die den Namen des Kaisers gebrandmarkt haben? Ich will sie niederschießen lassen. Mein General, ich bitte um eure Nachsicht. Der Graf. Der Graf? Schließt die Türen, wir sind für ihn nicht zu Hause. Lucetta! Ich bitte dich, Giulietta! Wen erwarten wir denn? Der muntre Korsar, der da zur Nachtzeit gelandet ist, wird sich schon finden. Ich verbiete ihm das, Giulietta! Herr meines Lebens,